Jo Leute, willkommen zu meinem Abonnenten-Special, sage ich jetzt mal so. Ich wollte eigentlich jetzt am Wochenende ja online spielen, aber irgendwie ja. Hat sich wohl nicht gelohnt, wollte keiner spielen. Und ja, da habe ich mir jetzt gedacht, ich habe im Moment Bock auf Battlefront. Nehme ich jetzt mal so über eine Stunde Battlefront auf oder bis wir die Karte hier fertig haben. Mal schauen, ob ich das kriege. Ich muss das dann immer extra zusammenschneiden, weil ich in der die Ladepause unterbrechen muss, weil das Spiel sonst nicht lädt. Und ja, bedanke ich mich erstmal über für die Amen. Scheiß. So, danke ich mich jetzt erstmal für die 105 Abonnenten, habe ich jetzt, glaube ich. Und ja, schon ziemlich cool. Vielleicht kriegen wir noch mehr. So Abonnenten gierig ich jetzt. Nee. Und ja, ich habe gedacht, ich spiele jetzt mal ein bisschen so anderthalb Stunden hier ein bisschen Battlefront. Dankeschön dafür. Ich kann natürlich auch wahrscheinlich, weiß nicht, Livestream machen, aber irgendwie ist mein Internet dafür zu schwach. Dann wird das nur noch laggen. Deshalb nehme ich das jetzt einfach so auf, könnt ihr euch ja ansehen. Und ja, dann fangen wir direkt an. Wir haben jetzt die Kampere hier. Echt, so viele Planeten sind das? Krass. Und ja, ich kaufe als erstes immer, wenn wir mehrere Bonusse. Ich glaube, ich erkläre das mal kurz für die Leute, die es nicht wissen. Ich habe übrigens die englische Version davon. Wir haben hier Energieboost, das erhöht, das macht schneller die Ausdauer wieder, renegriert die Ausdauer schneller, hier mehr Munition, zusätzliche Verstärkungspunkte, Autogeschütze an den Kontrollpunkten, also an den ja, Kontrollpunkten, Eroberungspunkten, Bagdad-Tanks, automatische Heilung, Kampfweste, ja, ein bisschen mehr Leben sozusagen, Sabotage, feindliche Fahrzeuge beschädigen, verbesserte Blaster, also ich meine, da sind die Fahrzeuge schon von Anfang an sehr beschädigt. Und es gibt einen halt in Fahrzeugschlachten einen entscheidenden Vorteil. Verbesserte Blaster, mehr Schaden mit Blasterwaffen und Anführer, da können wir dann die Sith oder andere spielen. So, ich mache mal so, ich kaufe zwei davon. Ich weiß nicht, ob ich Sabotage kaufen sollte. Aber das ist so schrecklich gerade. Die ganze Zeit ist nichts in meinen Ohren. Jetzt wuschelt das. Und ich kaufe mal Bagdad Tank. Eigentlich kaufe ich immer Sabotage, aber Bagdad Tank ist auch ziemlich gut. So, hier haben wir die ganzen Klassen. Wir haben nur die Anfangsklasse, aber das reicht erstmal. So, wir bewegen uns erstmal hier oben hin, Richtung Magito müsste das sein. Okay, die Rebellen starten da unten. Gut, Magito. Und zwar, ich werde das jetzt so machen, ich werde das jetzt wegschneiden, wo die Bonusse gleich angezeigt werden. Das werdet ihr gleich, sobald das Spiel wieder losgeht, dann hören oder ich erzähle es einfach. Also bis gleich. So, da sind wir. Our garrison has been reinforced with additional troops. Ja, wir haben nur, ich habe den Garnisonsbonus angemacht, die Gegner haben den, hatten auch einen, haben es aber nicht angemacht. Das heißt, wir haben einen guten Vorteil hier. Also am besten ist das bei der Karte, man nimmt als erstes hier die drei ein. Da vorne kommen auch gleich schon die ersten Rebellen. Ja, da habe ich schon gerade einen hässlichen gesehen. We've captured a command post. Hostile reinforcement count is diminishing. Ah, das sind noch einer am Geschütz. Oh, das Geschütz ist aber ganz schön beschädigt. Das machen wir mal gleich kaputt. Ah, jetzt wird jemand anders schon getötet. Ihr seht diese komischen Striche, die nach innen gehen, ist das Magazin sozusagen. Okay, wir hatten die zwei, das war gar nicht so schlecht. Hier haben die EFTX. Ich mache mal ein bisschen leiser, glaube ich, noch. Mich ein bisschen mehr versteht. So. Die FTX-Panzer kennen wir wahrscheinlich schon, die sind noch aus dem Klonkrieg. Aber sind ziemlich coole Panzer, die haben Raketen und normale Laser. Sein Klontrupp nach vorne geflogen, links, wie es ausgesehen hat. Lustig. Ach ja, der Kontrollpunkt ist hier unten. Ich denke mal, der ist da oben, also da, weil man spawnt da immer, zumindest die meiste Zeit. Ich
schießt denn da die ganze Zeit? Achso, das ist ein Panzer. Also ich werde versuchen, auch nicht zu sterben. Also ich habe schon oft, ich habe schon mal eine halbe Galaxie-Eroberung geschafft, ohne ein einziges Mal zu sterben. Versuche ich jetzt mal auch. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich spiele das auf den normalen Schwierigkeitsgrad, also so wie er vorher eingestellt war. Weil irgendwie, keine Ahnung, es macht wirklich keinen großen Unterschied. Rote eigentlich nochmal gewesen, keine Ahnung. Also es sind diese komischen Bagda-Vorrichtungen oder so. Das Gelbe ist Ausdauer, das Blaue ist Leben, also Bagda. Diese roten Kanister, wo oben rot ist, ist Munition und den Rest habe ich keine Ahnung gerade. Wie ihr seht, ich habe auch so eine Aura um mich herum. Ich habe das Mod, sage ich schon. Das Spiel öfter schon gespielt, deshalb ich mache zum Beispiel mehr, habe so eine Fähigkeit mit mehr Schaden machen, auch dass ich weniger Schaden einstecke. Dafür muss man Auszeichnungen ganz oft freischalten. Dann kann man sozusagen diese Fähigkeiten gleich schon von Anfang an haben. Alter. Das haben wir glaube ich auch das Elite Rifle, ne? Genau. Also wenn man die Waffe wechselt nach ein paar Abschüssen, dann hat man, ist eine andere Waffe, die davor war ja vollautomatisch. Die Elite Rifle ist jetzt eine Dreischusswaffe. Die macht deutlich mehr Schaden, aber man hat, wie gesagt, nur die Dreierbursts. Und ich weiß natürlich alles in der Third Person, dritte Ansicht. Weil es einfach cooler ist, finde ich. Haben wir nochmal einen schönen Überblick. Tschüss. Ja, jetzt schießen natürlich alle mit Raketen auf mich. Die wissen ganz genau, dass ich hier der Admiral von Empire Tower bin. Deshalb rasten die Rebellen gleich direkt aus und wollen mich vernichten. Auch schon mal wieder lustig, als eigentlich Kommandant, oder jetzt sage ich jetzt mal, ich nenne mich mal Admiral, selbst mal in die Schlacht anzugreifen. Ich gehe mal kurz zurück. Oder wenigstens hier vorne in Deckung. Also was sollte ich jetzt sagen, genau. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich das noch erzählen kann. Auf jeden Fall habe ich das versucht einmal zu übergehen. Alter, was machst du da? Ich will nicht mitfahren. Obwohl, hier nehme ich mit. Okay, gleich bin ich tot. Och komm, ich will nicht sterben. Ich glaube, das erzähle ich im nächsten Gefecht. Also wenn wir das nächste Mal richtig kämpfen wieder. Dann kann ich das Thema mal erzählen. Von dem Online-Modus, was ich da so erlebt habe. Ich hasse diese Raketen, ne? Die streuen extrem. Okay, der hat auch anscheinend noch diese Panzer. Was doof ist natürlich, wir haben noch keine Raketenwerfer. So, ein Panzer ist weg, das ist gut. Der andere ist schon schwer beschädigt. Vielleicht natürlich keine Muni mehr. Oh, ist ja erst zerstört worden. Okay. Da hinten sehe ich. Das war der letzte. Ja, er steht eigentlich noch, aber er ist eigentlich so, er ist eigentlich tot, sagen wir mal so. 36 zu 0. Wir können mal in meine Personalstatistiken reingucken. Ja, meine Karriere, ich bin General im Moment. Kill der Frate 18. Ja, hier seht ihr dann zum Beispiel Guardian. Habe ich schon auf Legendary, genauso wie Endurance und War Hero. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder eine Galaxie-Eroberungskarte. So, ich speichere mal kurz. Mach ich mal Abo Special. Ja, wir haben jetzt Geld bekommen. Wir haben 4 Planeten jetzt mit der, ich glaube, das zählt schon unter den 5 dann. Die Rebellen haben noch 9.
Ah nee, das zählt schon. Oder was? Ja. Gut. Okay, die Rebellen kommen. Ich weiß nicht, sollen wir die Rebellen im, ach, im Raum angreifen? Select a bonus to purchase. Garrison bonus purchase. Please select a fleet to command. Ich weiß nicht, und dann von da nach Kashyyyk gehen und dann hier oben noch Felucia und das weiß ich nicht mehr, was das war. Ja, komm, wir greifen die Rebellen im Weltraum an. The Empire has engaged the enemy fleet. Ja, und wir sehen uns dann gleich in unserem Sternzerstörer. So, also hier, wie nennt man das jetzt? Bonusse zu benutzen ist ziemlich dämlich, außer Sabotage ist ziemlich gefährlich. So, ich habe meinen Stopp irgendwie aus Versehen neu gestellt. Das war ziemlich dämlich. So, wir sitzen im TIE Fighter drin. Jetzt kann ich ja mal zum passend zum Raumschlachtsthemen kurz das ansprechen. Und zwar, ich hatte ja schon ein bisschen länger her mal Star Wars Online probiert. Warte, den sehe ich noch gerade mit Schnappen. Boah, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Na, ich verschwöne mal kurz. Man darf nicht zu näher an das feindliche Schiff, weil die Autobeschützer dann noch einschießen. Und zwar, wo ich online gespielt habe, ich hab eine Raumschlacht gemacht, da hatte ich keinen Bock mehr. Und zwar, weil die Gegner irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das wirklich noch, ob das viel zu vielen zutrifft, auf jeden Fall einfach nur Noob-Strategie benutzt haben. Man hat sich halt eine ganze Zeit hier beim seinem Schiff verkrochen, hat ab und zu mal jetzt hier so gedrückt. Also hier, dann hat man kurz gewartet, bis die Raketen einsatzbereit sind, zack, zack und wieder weg. Und das ging fast die ganze Runde so. Da hatte ich echt keinen Bock mehr. Weil ich mag es natürlich auch super gerne mit Laser zu schießen. Und man kommt einfach nicht an den Gegner dann ran. Also ich benutze diese Photon-Torpedos nicht so oft, nur bei jetzt, zum Beispiel wenn ich mich jetzt hinter das LAT-Schiff hier mogel, weil die halten echt viel aus. Also wenn ich jetzt gegen X-Wings oder sowas kämpfe, dann nutze ich meistens immer meine Laser. Ich markiere die nur so, damit ich die nicht aus den Augen verliere. Scheiße. Habe ich den gekriegt? Nee, schade. Wie ihr seht auch, es gibt ja zwei Pilotenklassen. Wir haben jetzt den Klonpiloten. Also halt die Pilotenklasse. Die reparieren ihre Jäger automatisch. Das ist ziemlich nützlich. So, komm, den X-Wing schieße ich auch noch ab. Da benutze ich mal zwei Raketen und er ist ausgewichen. Ich kriege dich aber, mein Freund. Boah, jetzt ist echt nicht mein Tag entfliegen, merke ich schon. Ah, es hat denn jemand anders abgeschossen. Es gibt immer mehr Gegner als Teammitglieder hier. Oh, da waren zwei Photon-Torpedos. Keine Ahnung, mir ist schon aufgefallen, dass die kommen nicht alle aus den Hangar, sondern die spawnen einfach irgendwo. Und ja, das läuft dann die meiste Zeit so. Ich finde das irgendwie ziemlich unfair. Obwohl, ich kann jetzt eigentlich ganz okay fliegen, würde ich jetzt mal sagen. Aber für Leute, die jetzt nicht so gut fliegen können, ist das ziemlich unfair. Weil die Gegner halt einfach deutlich in der Überzahl sind. Auch ziemlich lustig, wie das mit den Schilden funktioniert oder eigentlich an der Beschädigung. Dass da eigentlich, wieso treffe ich den denn nicht? Alter, ich ziel voll da drauf und er trifft nicht. So. Also wenn man jetzt die ganze Zeit hier sozusagen patrouilliert in seinem Schiff, alle Bomber ausschaltet und andere Sachen, bekommt sein Schiff trotzdem Schaden. Du kriegst die ganze Zeit Schaden von irgendwas, deine Schilde gehen kaputt, dein Schiff wird beschädigt und obwohl du die ganze Zeit da aufpasst, es ist kein Bomber da, der den gerade angreift, aber trotzdem, scheiße, hat zu viel gedrückt. Trotzdem gehen deine Schilde und Panzerung runter. Das ist so frustrierend die meiste Zeit, weil man fühlt sich halt einfach nicht gut dabei, weil man macht hier den Job, zum Beispiel wie ich, den Job des Jägers, fängt alle feindlichen Bomber und anderen Jägern ab und das bringt halt einfach nichts. Bringt halt Punkte, aber mehr auch nicht. Der ist fast in mir reingeflogen. Schnappen wir uns jetzt. Also wie ihr seht, so gegen Jäger benutze ich eigentlich nur meine Laser. Weil es hat so ein bisschen was halt mit Skill zu tun, finde ich. Scheiße.
Wer hat mich denn getötet? Auf jeden Fall, man drückt einfach nur Q, kurz wartet bei den Raketen und ja, das war's eigentlich schon. Drückt rechte Maustaste und fertig, hat einen Kill. Also viel Skill ist das nicht. So, jetzt haben wir den TIE Interceptor, der ist deutlich schneller. Aber es ist dafür dementsprechend auch sehr schlecht gepanzerte Einheit hier. So, da müssen wir mal kurz meine Raketen. Zack, der Latisch abgeschossen. Und zwar, wir haben hier, unser Laser sind natürlich sehr viel schneller, machen auch viel mehr Schaden. Und das werde ich einmal zeigen, wir haben hier Raketen, seht ihr? Guck mal, so schnell geht das, man muss nicht viel machen dafür. Deshalb finde ich das irgendwie ziemlich, Alter, wie schnell. Peinlich, ich gehe die ganze Zeit drauf. Gestern bin ich rumgeflogen, vor ein paar Tagen bin ich rumgeflogen, bin ich einmal gestorben. Was denn? Wo wir gerade auch beim Thema Unfair sind, die feindlichen Kommandoschiffe oder diese dicken Schiffe, die können auch solche wie zum Beispiel sowas einsetzen oder diesen schnell nach hinten bewegen. Das kann man aber eigentlich überhaupt nicht, deshalb finde ich das irgendwie ein bisschen unfair. Besonders wenn du dich da als Jäger ranhängst, der kann auf einmal eine 180-Grad-Drehung machen. Auch was mich nervt, dass dieser Laser hier so schnell überhitzt. Zumindest von dem hier. Oh, das ist nix, Wing. Wenn das schon mir vor der Fresse fliegt, dann schieße ich ihn auch direkt ab. Wunderbar. Hier, wie ihr seht, es sind fast nur Gegner im Raum. Andauernd. Warum treffe ich den nicht? Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich ziele auf den und meine Geschosse fliegen einfach oben über den, obwohl ich gar nichts an der am Zielen verändert habe. Ja, genau, das sind jetzt. Ich habe voll Bock, einen X-Wing zu fliegen. Sind, finde ich, irgendwie ein bisschen besser. Hier seht, guck mal, hier ist kein einziger von mir irgendwie draußen, der kämpft. Achso, hier im Übrigen ist es auch das Ziel einfach, diese Punkte da oben zu erreichen. Wir haben bis 120 von 180. Sobald wir das erreicht haben, ist es eigentlich schon vorbei. Punkte kriegt man dann dementsprechend, wenn man Gegner ausschaltet oder halt die feindliche Schiffe beschädigt oder zerstört. Seht ihr da hinten, die spawnen einfach außerhalb der Karte. Kommen sie dann rein. Natürlich, es ist natürlich cool, finde ich. Da hat man immer was zu tun, da ist immer was los. Aber es ist einfach manchmal echt nur frustrierend dann. Habe ich schon mal gesagt. Und ich treffe den nicht, ne? Ey komm, ich ziel doch auf sein Heck, auf sein Hinterteil und mein Laser fliegt hoch, runter, daneben. Das glaubt man ja gar nicht. Ah, das ist das, das LAT-Schiff, weil es, nenne ich das mal so, weil es der Originalname ist. Der steht gerade auf dem Kopf. Der schießt sich aber noch ab. Den X-Wing da vorne auch. Scheiße, nicht mehr gekriegt. Ich hoffe, ich konnte noch markieren. Wunderbar. Wunderbar ausgeschaltet. So, da, oh. Ja, wenn du dich anbietest. Ja, ich kann, er kann das noch, dann so machen. Oh, ein A-Wing haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Die A-Wings gehen natürlich super schnell abgeschossen. Der hat natürlich eine super Beweglichkeit. Ach komm, beweg dich mal ein bisschen, TIE Fighter. So schnell, voll, ey.
Konnte natürlich wieder ausweichen. Schnauze voll teilweise. Die können ja, keine Ahnung, manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Laserschüsse durch den durchgehen. So, gewonnen. Also manchmal ist es echt frustrierend. Ich nehme, glaube ich, nächstes Mal wieder einen TIE Interceptor. Irgendwie bei dem TIE Fighter ist heute nicht mein Tag. Die Geschosse fliegen irgendwo hin. So, einmal kurz hier eine Pappe richtig setzen. Ich habe so eine dicke Pappe vor meinem Fenster, weil mir sonst die Sonne voll in meine Fresse scheint. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder auf der Karte. So, jetzt ist der Gegner dran. Och, komm, schon wieder. Sehen wir uns gleich schon wieder im Raum. Für die paar Sekunden, ey. So, da bin ich wieder. Anscheinend auch noch die gleiche Karte. Wir nehmen, da wir vorhin ja Jäger genommen haben, nehmen wir mal Bomber. Obwohl, ich weiß, wie ich das mache. Ich mache das anders. Erstmal zerstören wir ihre Fregatten. Bomber natürlich, Teilbomber, kennt ja jeder. Zumindest müsste es jeder kennen. Das Vorteil bei den Bombern, die können zwar nur sehr langsam schießen, aber wenn die mal mit ihren Laser treffen, dann reichen meistens ein oder zwei Schüsse. So. Die hatten nur ein einziges Schiff, ne? Das war da hinten irgendwo. Ja, beim Vorbeifliegen können wir noch mal ein bisschen Granaten draufbomben. Finde ich irgendwie komisch, dass die Photon-Torpedos allein so einen Schwerkrafteffekt haben oder gar nicht durch die Schilde durchgehen, weil eigentlich die Bomben sollten eigentlich durch die Schilde durchgehen. So, dann drehen wir uns einmal auf den Kopf, wieder zurück, meine ich. Wir haben hier eine kleine leuchtende koreanische Konvette, kennen wir auch schon aus Empire Tour. Für die Dinger ist nicht so toll. Also, naja. Also ich kann die Tatankreuzer besser empfehlen. Jetzt wenn man dies ohne Erweiterung, ich meine ohne die Mods spielt. Ja, ihr seht, zwei Treffer reichen schon. Bei A-Wings müssen, also bei den, wie nennt man das jetzt? Bei den Jägerklassen sagen wir es mal so. X-Wing und TIE Fighter ist ja so Allrounder, damit kannst du ja auch die Schiffe beschädigen mit den Photon-Torpedos. Aber so die wirklichen Jäger, die sind, haben da schon keine Chance mehr. So. Das ist, was wir jetzt machen, wir gehen erstmal in den feindlichen Hangar. Dazu können wir mal die Autogeschütze ausschalten. Das ist eine erhebliche Erleichterung, wenn man hier als Bomber über den Mon Calamari cruist. So, deshalb muss ich auch mal kurz gucken. Wollte ich dich noch gerade abschießen? So, abgeschossen. Nochmal ein Doppelkill gemacht. Gut, da oben ist der Hangar, da bewegen wir uns jetzt mal rein. Muss man immer sehr vorsichtig sein. Ups, was machst du denn? So, aussteigen und los. Ich lauf meistens einfach immer durch. Richtig. Als erstes, das erste Ziel ist das hier. Da reichen zwei Bomben, wir haben mit Zeitbomben. Wenn die noch näher rankommen, fliegen die damit auch noch in die Luft. Da können wir noch einen Schützen töten. Da kann man sich übrigens auch als Gegner ransetzen. Wir haben auch sowas. So, als nächstes gehen wir mal hier hinten den Antrieb zerstören. Da reichen jetzt drei Bomben müssen daran. Da war ein Autogeschütz. Also wir können nicht selber sterben durch die Explosion. So. Their engines have been destroyed. Lassen natürlich. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwas mal fallen lassen. Ich glaube, die lassen überhaupt gar nichts fallen. Obwohl das was. Ach toll, Ausdauer.
Oh, er hat mal was fallen gelassen. Aber wir steigen jetzt aus und klauen uns den feindlichen Flieger. Ja, das machen wir mal. Toll. Kann jetzt mal irgendwas spawnen hier? Hallo? General Quarters, all hands, man your battle station. Natürlich ziemlich armselig jetzt hier, die Treffen kaum. Aber trotzdem, kann ich mal jetzt mal was spawnen? Was ist denn los hier? Es spawnt gar nicht. Their shields have been disabled. So, die Schilder sind von denen ausgefallen. General Quarters, all hands, man your battle station. Toll, jetzt ist er den X-Wing rein, den Y-Wing. Da wollte ich eigentlich rein. General Quarters, all hands, man your battle station. Ich warte mal kurz auf den X-Wing. Wenn man übrigens 6 Kills mit der Pistole macht, dann kriegt man eine bessere Pistole. So, jetzt haben wir uns mal einen A-Wing geklaut. Der hat auch natürlich Raketen. Ich wollte eigentlich einen Bomber haben. Wenn ich abgeschossen werde, hole ich mir einen Bomber. Jetzt habe ich mich gerade an den TIE-Bomber gewöhnt. Raketen. Da haben wir auch einen A-Wing. Ist er kaputt? Alles klar. Boah, der ist teilweise echt zu schnell. Ist abgeschossen. Echt ziemlich gemein hier, als einen A-Wing zu klauen und damit seine eigenen, na gut, eigenen ist es ja dann nicht, aber halt die Rebellen abzuschlachten. Aber der ist schnell, der gefällt mir. Guck mal da unten. Mein Freund, wo willst du denn hin? Ja, das hört man auch den Rebellenfunkverkehr, also nicht wundern. Da hat man gerade noch die Schreie gehört von den Rebellen da drin. Abgeschossen. Der A-Wing gefällt mir irgendwie gerade. Ja, guckt euch mal an, wie viele sind. Oh, ich treffe den nicht. Ja, oh gut, der wurde abgeschossen. Das hätte das überlebt. Aber wenn ich davon getroffen werde im Multiplayer, dann gehe ich sofort kaputt. So, da habe ich sonst nicht mal meine Raketen für die Bomber. Aber die halten ungemein viel aus. Also das ist ein bisschen unlogisch, finde ich. In Star Wars Empire Tower gehen die verdammt schnell kaputt. Leck mich doch, ey. Wie oft willst du dich eigentlich noch drin? So viel Ausdauer hast du gar nicht. Wow, wir haben auch mal einen TIE Fighter hier draußen. Alter. Wow, nicht gegen das Schiff fliegen. Guck mal, wen wir da haben. Unseren Freund von vorhin. Wow. Kann auch Kamikaze machen, sollte man aber nicht machen. Geht aber, ich glaube nicht, dass er bei mir landen will. Jetzt ist es zu spät. Tschüss. So, LAT-Schiffe zu zerstören bringt viele Punkte zum Sieg. Ja, jetzt habe ich mich vorhin darüber beschwert, dass die Leute das nur benutzen. Jetzt benutze ich das selber, ne? Na ja, komm, ich benutze mal wieder meine... Laser. Zumindest bei den feindlichen Jägern. Das hat ja auch nichts gebracht. Ach, Mann. Na komm, geh drauf, wunderbar. Hä, hey, konnte er gerade seine Flügel einklappen? Wow, ich keine Ahnung, wo die Raketen gerade waren. Die kommen noch mal wieder. Wow, hoho, habt ihr die gesehen? Da sind sie an mir vorbeigeflogen. Zack. Well done, gentlemen. Our bridge has been destroyed. Och komm! Ich hab mich gerade gefreut, dass ich nicht gestorben bin.
Dann trifft er mich mit so einem scheiß Luckshot. Oh, toll, ey. Has received credit for defending our fleet. All fleets awaiting orders, sir. Select a bonus. Wir können jetzt mal neue Truppen kaufen. Ich glaube, wir fangen an. Eigentlich sind Shock Troopers nicht so schlecht. Besonders, weil es hier auf manchen Karten echt viele Panzer gibt. Wie zum Beispiel hier. Deshalb nehmen wir mal gleich die Shock Troopers. Achso, genau. Wir sehen uns gleich im Gefecht. Ich wollte schon wieder weitermachen. So. Ich habe Garnisonsbonus drin. Die Rebellen kriegen hier Wookies und das zählt auch nicht zu deren Tickets, wenn man die tötet. Ich werde mal versuchen, direkt den Kommandoposten hinten einzunehmen. Dann spawnen nämlich keine Wookies mehr. Dementsprechend kommen davon auch die ganzen Wookies. Und nicht gerade wenig Rebellen. Alter, warum kommt denn jetzt alles mir? Ich hätte lieber Klontechnik da freischalten sollen. Was ist denn jetzt mit meiner Maus schon wieder los? So, verstecke ich mich mal kurz hier in der Ecke. Einer schießt zu hoch, warum auch immer. Vielleicht hätte Bagdad reinpacken sollen. Hast du Bagdad für mich? Geil, danke. Junge, ich dachte, es können keine mehr hier spawnen. Ich habe doch den Kommandoposten gerade neutral gemacht. Wir spawnen aber trotzdem. Ich nehme mal die schwere Schocktube. Ah, es passt ja gerade. Weil gerade Feinde sind. So, weg mit dir. Ah, ich bin schon wieder fast tot. Die Schocktube sind sehr schwer gepanzert. Und ich will ein bisschen... Wenn ich 6 Kills mit der Pistole mache, bekomme ich eine bessere Pistole. Und dann kann ich auch besser Kills machen. Wir haben auch im Übrigen Minen. Das da oben zerstöre ich mal. Natürlich lebt das noch. Da ist nämlich ein Rebell dran. Ah, es war ein Wookie. So, unsere Klonkameraden versuchen hier schon mal den Strand zu sichern. Aber diese Wookies, ne? Pelzknoll kann man nur dazu sagen. Ah, da erinnere ich mich noch an eine alte Geschichte, kann ich mal erzählen. Da habe ich damals Star Wars die Kampagne dazu geguckt, im Internet. Und dann hat mich ein Kumpel angerufen, da habe ich ein bisschen telefoniert mit ihm. Da habe ich ihm erzählt, dass die das Imperium die Rebellen hier Pelzknäuel nennt. Und dann... hat er das selber gesagt, was? Pelzknäuel? Und dann kam auf einmal seine Mutter rein und hat gesagt, nicht solche Schimpfwörter hier. Das war auf jeden Fall voll lustig. Keine Ahnung, was die... Oh, toll, ich bin nicht runtergefallen. Keine Ahnung, was die für Probleme hat an Pelzknäuel. So, ich schnapp uns jetzt auch mal einen Panzer. Boah, der ist geflogen. Na, ihr Drecksrebellen. Aber wir haben auch keinen Teamschaden. Sollten nicht auf die Wookies schießen, weil die keine feindlichen Tickets runtersetzen. Headshot. Ja, fick dich mit deinen scheiß Thermaldetonatoren. Tschüss, War Hero. So, und zerstören wir auch mal gleich. Boah, Mann. Man kann übrigens auch in die feindliche Basis da rein. Da muss man aber... Kann man es von hier zerstören? Nee. Da muss man hinten ein Kontrollterminal zerstören. Aber jetzt können wir das eh vergessen, wenn alle das wollen. Aber beim ersten Mal, wo ich das versucht habe, habe ich es geschafft. Seitdem spawnen da immer so viele auf einmal. Aufpassen, dass hier niemand durch die Linie stopft. Und meine Panzerung ist fast im Marsch. Drecksrebellen, ey.
du denn hin? Ist da wer? Da ist aber keiner. Er konnte den tragischen Anfall, die tragische Situation, den tragischen Anblick des Krieges nicht ertragen. Sie haben mich dann... Ne, das sage ich jetzt, habe ich keinen Bock mehr zu erzählen. Ich wollte ja ein, genau, natürlich, sofort gehört der Kommandopost von euch. Seid ihr nicht mal 2 Sekunden? Und zwar wollte ich ein Review zu den neuen Star Wars Filmen machen, also ein bisschen was darüber erzählen, aber irgendwie ist immer was schief gelaufen und nach dem 5. Versuch hatte ich dann keinen Bock mehr. Und ich habe auch keinen Bock schon wieder darüber zu reden, weil es mir langsam ausleiert. Ah, ich habe schon die neue Pistole. Direkt. Ihr seht, wir haben jetzt hier eine verbesserte Pistole. Die überhitzt jetzt nicht mehr. Macht deutlich mehr Schaden, aber man hat nur begrenzte Munition. Finde ich viel besser, die Pistole. Weil die andere mir echt viel zu schnell überhitzt. Gut, wir haben noch 3 Gegner. Und wir müssen jetzt erstmal suchen. Ich weiß jetzt nicht, normalerweise gehen immer Scharfschützen auf die oberste Position. Aber wir können auch den Kommandoposten einfach rein. Hier ist übrigens das Tor. Ja, seht ihr? Jetzt geht nämlich das Tor auf. Jetzt können auch Panzer hier rein. Boah, der Wookie ist Matsche. Ich hoffe, ich habe die jetzt immer gleich frei. Das interessiert mich mal gleich. Da muss ich mal gleich im nächsten Kampf gucken. Und die Skype, Mann. Ich wusste, ich konnte mich jetzt zwischen Skype und Steam nicht mal unterscheiden. Na gut. So. Ja gut, Continuing Without Saving machen wir mal. So, 700 Credits und der Feind ist dran. Der kommt immer von Dagobah aus, ne? All fleets awaiting orders, sir. So, wir nehmen jetzt erstmal da oben die ganzen Positionen ein. Und wir kaufen uns jetzt mal den Scharfschützen. Ach, bitte greif aber nicht Kashyyyk gleich an. Ach, hier ist auch noch Yavin. Auf Yavin gibt es auch immer sehr viele Fahrzeuge. Ach so, ich vergesse das schon wieder. So, Yavin 4. Ach schade, ich dachte, ich hätte die immer frei. Ne, anscheinend nicht, schade. Ich muss, glaube ich, Legendary schaffen, um das zu machen. Und ja, ich habe jetzt hier Shock Trooper genommen. Ja, hier ist die Karte. Ich sollte mal auf das zeigen, für die Leute, die das Spiel nicht kennen. Und zwar, weil es hier auch viele Panzer gibt. Hier am Anfang noch nicht, sondern weiter im Osten der Karte. Ich treffe nicht einmal und dann, wo er gerade ruhig steht, ist der Blaster natürlich überall. Ist was hier. Ich am Arsch, ey. Ist ehrlich, guten Flug. Grüß deine Verwandten in Australien von mir. Oh, die haben Scharfschützen. Was? Ach so. Ach komm, einer schleicht sich hier durch, willst du mich verarschen? Ich stirb, ey. Ja, ich habe auch wieder den Garnisonsbonus an. Ich glaube, der ist immer gut. Ich werde natürlich auch mal andere benutzen, zum Beispiel Leader-Bonus. Besonders auf den letzten Karten ist das ziemlich gut. Da rebell mich. Wir nehmen sicher mal hier oben diesen Tempelvorplatz. Da habe ich einen Scharfschützenschuss gesehen. Wie die mich aufregen, ey, dass die so viel aushalten. Ich hasse diese Pistole. Da hinten seht ihr wahrscheinlich, da hinten ist das ganze Panzergebattle. Aber es kommt auch auf den Panzer mal hier rüber, deshalb lieber gut ausgerüstet zu sein. Na, Kollege? Ich kann jetzt nicht mit dir mitfahren, ich muss, ich brauche Leben und Munition. Aber ich bleibe jetzt nicht hier stehen, sondern ich bin taktisch klug, sozusagen, und stelle mich hier auf zwischen den beiden. Dann kriege ich Munition und werde geheilt. Gleichzeitig. Munition kriegen dauert immer ziemlich lange.
Zeit ist das gut, wenn man das kombiniert. Da will sich wohl hier einer rumschleichen. Kollege. Oh, okay, er wurde schon zerfetzt. Was, du lebst noch? Jetzt ist er tot. Wow, wow, das meine ich. Guck mal, da sind schon wieder zwei Panzer. Natürlich nicht getroffen. Na, ist jetzt nicht so schlimm. Wir müssen ja den Kommandopost hier halten. So. Aber wir fallen jetzt, glaube ich, wieder ein Enforcement, ne? Alter, wie viele Kommandoposten haben wir denn jetzt verloren auf einmal? Lass mich verarschen. Einen einzigen nur. Weil ich jetzt dreimal gesagt, dass wir einen Kommandoposten verloren haben. Kann sich auch mal entscheiden, ey. Wo denn? Da oben. Scheiß überhitzen, ne? Ja, komm, gerade kurz bevor er tot ist, überhitzt diese Scheißpistole. Stirb. Komm, gib mir Ganzlinger. So, jetzt habe ich auch endlich die bessere Pistole. Kann ja auch mal durchfeuern und die macht mal anständigen Schaden. Headshot, Bitch. Habe ich ihn getötet? Cool. Ich habe einfach durch diesen scheiß Busch gestoßen. Okay, jetzt ziehe ich mich erstmal wieder zurück. Um ein bisschen Leben aufzufrischen. Oder? Naja, die Bagdad-Tanks sind alle weg. Okay, da sind Panzer. Das war nicht gerade wenig. Also der Raketenwerfer macht schon Schaden gegen die Panzer. Da kann man nicht meckern. So. Da müssen jetzt die... Oh, sind schon ausgestiegen, alles klar. Kommt trotzdem weg mit diesem Scheiß. Den braucht keiner. Du blöde Bitch, ne? Ich hab wieder fast geschafft, ohne zu sterben. Immer werde ich gegen Ende getötet. Auf wen schießt du denn? Ja, yeah, no scope. Vorne muss noch einer sein, der hat mein Teammates hingeschossen. Zeig dich, du Feigling! Ich höre Schüsse, aber ich sehe den nicht. Was? Wo denn? Wo ist die Bitch? Ist die oben? Alte Schuller, ey. Anne hier. Wo ist sie? Bam! Ich hab die gar nicht gesehen die ganze Zeit. Ich höre die ganze Zeit reden, aber keine Ahnung, wo die war. Diese Kuh, ey. Tötet die mich einfach noch gegen Ende. Oh, Co. ist dann wieder angegriffen. Ja, hab schon verstanden, die Rebellen haben Garnison und wir haben Bagdad-Tanks. Also Bagdad im Blut, sozusagen. Und ja, damit haben wir automatische Heilung. Das heißt, wir müssen nirgendwo jetzt hingehen, um uns zu heilen, sondern wir heilen uns von alleine. Und zwar nicht so schnell, wie als wenn wir jetzt neben so einem Druiden stehen würden. Aber das ist schon nicht schlecht. So, da werfen wir eine Granate runter. Okay, jetzt habe ich die Druiden natürlich zerstört, aber da können wir mal eine Granate hinschmeißen. So,
Wir müssen natürlich unbedingt Mehrkommando passen, die wir sitzen, da die Spawnpunkte haben als wir. So, Elite Rifle habe ich, aber hier bringt das Elite Rifle nicht so viel, deshalb werde ich das jetzt mal nicht benutzen. Hier wären Klontechniker nicht schlecht gewesen. Er kann nämlich auch die Drohnen reparieren und kann Verbündete heilen. Oh, komm. Das sind so 5 rein. Guten Flug, mein Freund. Oh, die haben jetzt auch Vanguard-Truppen, also das sind die schweren Truppen mit Raketen. Deinen kleinen Blaster kannst du vergessen. Oh, da kommt einer von da. Kein Problem. Hier hinten gibt es Munition. Man kann eigentlich die ganze Zeit hier stehen und einfach Spawn killen. Da wird von da hinten noch welche rüber. Noch eine. Ich kann einfach die ganze Zeit machen, das finde ich irgendwie ein bisschen armselig. Ich werde einfach hier auf 6 aufpassen, dass da keiner rauskommt. Keine Ahnung, wo die Hälfte meiner Blasterschüsse gerade hingeflogen sind. Aber egal. Ihr seht, das heilt sich jetzt nicht so schnell, aber es lohnt sich schon, was zu kaufen. Besonders das zählt ja auch fürs ganze Team. Oder eine Bitch. Okay, sie haben ja Garnitions geholt. Aber wir haben noch mehr als genug Truppen. Außerdem haben wir noch den Commander-Pump-Vorteil. Also deutlich mehr Tickets als die mit der Verstärkung. Oh, Granate. Nein, ich bin doch weggesprungen. Scheiße, ist das peinlich, ey. Das könnten eigentlich auch mal alle zusammenspielen, wenn ihr Bock habt. Und das Problem ist mit den Versionen. Ich habe die neueste Version davon, deshalb müsst ihr euch die, glaube ich, auch wenn schon runterladen. Wie die mal wegfliegen, ich liebe das. Victory is ours. Ist ein Bug da fallen gelassen. Oh, scheiße, hab ich gar nicht gesehen. Das ist so ein Auto-Turret, das kann Scharfschützen platzieren. Aber hier Scharfschützen bringt nicht so viel. Okay, die wollen da hinten in die Bibliothek rein. Wir sind denn übrigens, falls dir es noch nicht aufgefallen ist, im Jedi-Tempel. Wow. Ja? Die haben alles kaputt gemacht. Ich meine, wir haben natürlich Bugs, aber ich will noch ein paar... Obwohl, es sind noch 2 Gegner. Aber die Thermal-Detonatoren immer dabei haben, sehr wichtig. Davon kann man nie genug haben. Wo schießt denn da einer? Da drinnen noch, ne? Ich wollte schon sagen, ey, die sind da doch alle. Warum kann den keiner töten? Ziemlich lustig, dass Coruscant gar nicht der Hauptplanet hier ist, sondern Endor. Aber auf Endor ist ja auch... Na, wer weiß es? Ja, richtig, der Todesstern. Ich glaube, ich spare mir kurz den Bagdad-Tank und holen uns noch den imperialen Techniker. Dann haben wir noch... Ach komm, dann hole ich nochmal Garnitionsbonus. So, dann geht's jetzt ab nach Felucia. Felucia ist nicht so schwer. So. Wie gesagt, ich muss das ja mal wegschneiden, ne? Also nicht wegschneiden, sondern ich mache kurz einen Cut. Dann nehme ich danach weiter auf, dann mache ich das später alles zusammen. So, hier finde ich als kleiner Trick, man geht kurz hier über die Baumstämme und sichert den Punkt hier unten, weil die meisten da unten sind.
Einen habe ich gekriegt. Kann auch mal ein paar Nacer unterschmeißen. Oder so ein Raketen. Vanguard-Truppen. So schnell kann man die 5. Kommandoposten einnehmen. Okay, wir verlieren noch Kommandoposten 2. Aber wir nehmen gleichzeitig noch 4 ein. Und ich habe gerade auf der Karte gesehen, dass alle hier hochkommen wollen. Die da unten war. Ich habe erstmal eine Nate dahin und da fliegen sie schon alle wieder nach Australien. Heute scheint wohl die dieses Jahr scheint die Flugsaison wirklich gut zu laufen. Finde ich. Fast schon ausbaufähig. Na Kollegen. So, dann würde ich sagen, geht's nach 3 und 2, ne? Hier gibt's auch einen ATST. Läuft hier rum. Hier haben wir den Plantechniker. Wenn ihr zum Beispiel Leben oder so blau braucht, dann hallo? Eigentlich? Hallo? Nee, oder? Willst du mich jetzt verarschen oder was? Daneben nicht. Eigentlich braucht man sich nur daneben stellen und man kriegt gleich Munition und Leben. Na gut. Aber das ist wie bei Battlefield, wisst ihr? Man steht daneben, man schießt auf den, man hüpft vor denen, wenn man Munition braucht und pff, nö, kein Bock. Ach so, egal, ich habe eh genug Leben und Munition. Okay, jetzt haben sie die ganze Linie oben eingenommen. Egal, dann greifen wir die hier unten an. Hä? Hä, da wurde rot angezeigt. Lol. Ups, komm, kein Schluck auf, bitte. Nicht jetzt in meinen Special hier. Guck mal, wie viel das da sind. Die kriegen es nicht geschissen, diesen komischen Typ da abzuschießen. Also die Rebellen hier zu erkennen, ist echt nicht leicht teilweise. Ach, schubst ihn doch nicht weg. Wer hat da mit Scharfschützenwaffen geschossen? Wir müssen eh mal hier die Position einnehmen. Okay, da spawnen jetzt gerade so viele. Ach komm, ich bin doch ausgewichen! Achso, das war es gar nicht. Ich wollte schon sagen, der Schuss ist doch an mir herumgeflogen. Ziemlich lustig, jetzt haben wir alle Kommandoposten der Rebellen und die Rebellen haben unsere. Die ganzen unseren. Also mein. Da war kein Scheiß einfach. Das war unhöflich. Alter, wie viele willst du mich verarschen? Stirb. Och komm, der war fast tot. Gib mir mal hier den Pionier. Alle Pionier nicht. Den Techniker. Der kann nämlich, wie ihr seht, Munition und Leben fallen lassen. Okay, Munition zählt jetzt nicht für uns, sondern nur für Teammates. Was ich auch ziemlich lustig finde, wenn man die KOS spielt und Bagda einsammelt, dann kriegt man auch Leben. Was sind eigentlich Maschinen? Den Scharfschützengewehr bin ich jetzt nicht so gut. Ey, hier Kollege. Okay, das kommt ein bisschen zu spät. Oh, dann mischt das. Wo ist denn der T-Schiff? Ich habe noch keine Fahrzeuge hier gesehen, hier gibt es aber auch Fahrzeuge. Ja gut, hier haben wir einen zerstörten ATTE. Hier. Hallo. Ich hab Leben für dich. Willst du es nicht nehmen? Doch. Brava, Junge. Möchtest du Leben haben? Bitteschön. Das mache ich auch immer, wenn ich mit Freunden spiele. Ich bin immer die meiste Zeit E-Techniker. Und die brauchen immer Munition und Leben. Ach, die Garrison oder diese Garnison hätten wir nicht mal gebrauchen müssen. Da sehe ich noch einen. Ein hässlich mit seiner Pistole. Da hinten! Ach, das ist gar kein ATST. Aber warte, ich habe Sprengstoff für dich, mein Freund. Ach, der ist schon kaputt. Man kann die Panzer übrigens auch hacken
dann steigen die Fahrer automatisch aus und die können nicht mehr einsteigen. Das finde ich auch lustig. Ja. So. Ja, der Feind ist jetzt dran, ne? Ich glaube, es greift da wieder Coruscant an. Wollen wir mal Anführer holen? Kommen wir uns mal Anführerbonus. Wenn er nämlich jetzt, okay, da werde ich das nicht benutzen. Ich hätte jetzt, wenn er Coruscant angegriffen wäre, hätte ich mir jetzt Leader-Bonus geholt hat. Ah, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, aber ich überspringe das wieder für euch. Komm, wir nehmen mal jetzt mal einen Scharfschützen. Ja, ich glaube, ich brauche es gar nicht erklären. Ihr hört es ja. Jetzt für die Leute, die jetzt kein Englisch können, die Gegner haben Autogeschütze, wir haben zusätzlich Garnisonstruppen. So einfach geht das. Ich glaube, ich gehe mal nach Derz, wenn ich jetzt hier gleich fertig bin, kurz auf Toilette, während eh das Spiel lädt und ihr nicht dabei seid, deshalb kann man das ja mal machen. Bam, es gab mal echt von paar Monaten so, wo ich ein bisschen mehr Battlefield Front gespielt habe, konnte ich die Gegner echt alle so No-Scope weghauen. Da ist ein Klon von uns drin. Wir können auch mal in so ein Geschütz gehen. Diese Dinger sind cool. Sind ziemlich stark gegen auch gegen Infanterie. Zack, seht ihr einen Treffer reicht schon. Und die haben auch so einen Explosionsradius, also so eine, wo sie halt Gegner treffen können. Also halt so ein auf dem Boden ein Explosionsradius. Ja, unsichtbare Wand. Warte, ich versuche mal dieses Autogeschütz zu zerstören. Wunderbar. Gebe ich mal ein bisschen Deckung von hier, dass meine Teamkameraden den Punkt einnehmen können. Okay, der hat überlebt, weil er Schwerrüstung hat. Die mal wegfliegen oder wegrollen, finde ich mal lustig. Tschüss, meine Freunde. Oh, da haben wir ein Fahrzeug. Das Ding macht auch sehr viel Schaden gegen Fahrzeuge, wie ihr seht. Zack, Fahrzeug geknackt. Ja, ich treffe das Geschütz dann nicht irgendwie. Gut, da habe ich Raketen gesehen, das heißt, das ist noch ein Fahrzeug, das zerstören wir direkt. Und ja, so läuft das eigentlich ganz gut von der Hand. Einfach hier kurz den Gegner verteilen, die feindliche Position hier unter Beschuss nehmen. Wir können ja mal hier zu unserer Sicherheit mal Auto-Turret hinsetzen. Ich glaube, das wurde auch gerade wieder zerstört von dem Raketeneinschlag. Egal. Eine Rakete halten wir, glaube ich, noch aus. Ah, ich werde repariert, oder was? Er ist er hat mir Leben hingeschmissen. Aber ich bin gerade im Funkkollege. Da kann ich das leider nicht annehmen. Das hat doch jemand gerade angenommen. Wo bist du denn, Freundin? Ihr bleibt schön hier hinten. Möchte gern Scharfschützen. Wie die mal so wegrollen, finde ich, sieht so lustig aus. The enemy is losing reinforcements. Ich sag ja unsichtbare Wände. Nothing can stop the Empire. Ach, wir haben schon gewonnen gleich. Cool. Aua. Welcher Frechdachs war das? So, ich steig mal jetzt aus. Reparierst das ja gar nicht. Geh mal. Danke. Seht ihr das?
da verstehe ich wieder nicht diese Ausrede, also ich kann das dann noch mal, obwohl das erzähle ich gleich im nächsten Kampf. Ja, da kann ich das besser erzählen, weil jetzt ist die Schlacht eh gleich vorbei. Ich werfe mal im Autobeschütz einfach mal hin. So, die haben noch da, ah, da sind eh die letzten drei, letzten beiden drin, das heißt, sollte es dann gewesen sein. Tschüss. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde. Ich denke mal so, mal gucken, wie weit es noch, wie weit ich noch mache. So. Ich glaube, ich teile das, glaube ich, in zwei Specials. Ja, ich denke, ich mache das in zwei. Sobald wir die Hälfte der Planeten haben, warte mal. Movement cancel. Deselect. Soll ich ja mal kurz Übersicht. Kann ich nicht irgendwie die Übersicht kriegen? Ach genau. Oh gut, wir haben schon über die Hälfte. Deshalb machen wir das dann so. Eine Schlacht mache ich noch. Und dann mache ich das im nächsten. Das nächste Mal dann weiter, oder? Ich meine, warte mal, wie schnell geht das denn noch? Na, mal schauen. Ich erzähle erst gleich, wenn wir im Kampf sind. Gut, eine meiner Lieblingskarten kommt jetzt. The invasion of Tatooine has begun. Ne, Leute, wisst ihr was? Ich mach das anders. Our garrison has been reinforced with additional troops. Und so machen wir das so. Ich werde jetzt gleich hier Stopp machen. Dann konvertiere ich schon mal alles, dass ich Speicherplatz habe und nehme ich den Rest dann morgen auf. Und dann mache ich das zusammen. Ja, ich denke mal, das sollte ganz okay sein. Ja. Dann krieg ich, kann ich das morgen an Sonntag hochladen, wie ich es eigentlich wollte. Ja, ich denke mal, das ist in Ordnung. Ich kriege langsam echt übelst Kopfschmerzen. Und zwar, was ich sagen wollte, das habe ich schon mal gesagt, weil vorhin war das beste Beispiel in Sachen Bots für Battlefield. Ich habe nach Battlefield 3 Mods geguckt, ob es vielleicht da einen Bot-Mod gibt. Gibt es nicht. Und fand ich ja wieder lustig, wie manche Leute drauf sind. Da hat dann einer gefragt, ich meine, okay, ist freundlich, dass er das beantwortet hat, die Frage, ob es für Battlefield Bots gibt, also wie jetzt halt die klassischen Battlefield-Teile. Hat dann gesagt, nein, da ist ja in verschiedenen Klassen aufgeteilt, ist bla bla bla. Und die KI sowas nicht machen kann, da ich jetzt mal ruft. Da fasst man sich nur an den Kopf. Ich meine, guckt euch mal Battlefield 2 an, Battlefield 1942 oder hier Battlefront 2, da funktioniert das mit den KI-Klassen doch auch. Panzerabwehr schießt auch meistens auf die feindlichen Panzer. Wie ihr seht, der Techniker hat mir auch jetzt Leben gegeben, wo er gesehen hat, dass ich nur noch so wenig Leben habe. Also, es gibt keinen Sinn, was er da gesagt hat. Deshalb, und Battlefield ist sogar noch viel moderner als die alten Teile. Und da muss es ja ein leichtes sein. Naja, ja, man schafft es können. Aber egal, wir sind ja jetzt nicht bei Battlefield 2, 3, sondern Battlefront 2. Aber es ist halt irgendwie schade, finde ich. Weil ich meine, ich weiß nicht, ob ihr seid, ob ihr halt Battlefield halt spielt gegen Bots, wie ich, so halt der klassische Typ wie damals, oder halt nur für Multiplayer. Also ich spiele jetzt eigentlich kaum, gar kein Multiplayer-Spiel mit anderen Spielern, weil ich einfach Jump-Sniper-Schuss gesehen. Da oben. So, kann mich am Arsch lecken. Den anderen Sniper hole ich da auch noch weg. Und zwar, ja, ich spiele ja kaum noch irgendwas online, so gut wie gar nichts mehr, weil ich einfach die Schnauze voll habe. Weil die meisten Leute spielen halt meiner Meinung nach einfach unfair. Für Anfänger spielen sie dann unfair oder halt allgemein. Deshalb macht mir das echt keinen Spaß mehr. Auch allgemein heutzutage, wenn man jetzt ein Strategiespiel mit Ranking-System spielt, da wird man ja auch, zumindest war es bei mir so bei World in Conflict, dass ich dann immer sofort gekickt wurde, weil ich ja gerade neu war da im Multiplayer. Aber nö, bloß keine Chance geben, einfach direkt kicken, ne? Da bedankt man sich echt herzlich. Da wisst ihr was? Ich mach das jetzt einfach alles an ein Stück.
Außer wenn jetzt meine Festplatte bald voll ist. Da mache ich das dann so, dass ich speichere jetzt nach jedem Gefecht. Und dann, sobald ich merke, dass das oben rot ist, also nicht mehr rot, sondern gelb, für das es nicht mehr aufnimmt, dann höre ich auf und dann konvertiere ich. Ja, ich denke mal, das ist eine gute Idee. Nein, 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 nein. Ich wollte nicht sterben. Ich möchte gern Scharfschützen. Warte, mein Fräulein, warte. Mein Rache ist meins, ey. Hast du mir wieder meine No-Death versaut? Hier gibt es ja auch einen lustigen Spielmodus, habe ich auch schon mal aufgenommen. Mit nur Helden. Ich glaube, ich packe das auch in meine Battlefront 2 Playlist rein. Boah, Headshot von ihm. So, ich muss echt wieder an dieses No-Scope, nenne ich das einfach mal. Weil auf diese Distanz brauchst du gar nicht selber versuchen zu zielen. Hier gab es keine Ahnung, ich muss einmal komplett rum. Fuck, da lag wahrscheinlich eine Mine und ich habe sie nicht gesehen. Gott, ist das peinlich. Alter. Ja, da. Einfach nur peinlich. Einfach nur peinlich. Einfach nur peinlich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ah, Kollege. Ich muss ja ehrlich sagen, das neue... hier guck nochmal. Wo stehen? Also das neue Design in den neuen Star Wars Filmen von den Klontruppen finde ich ziemlich geil, die neue Rüstung. Dann haben wir übrigens ein MC-80. A war das, glaube ich. Ne, warte mal, MC-80 war A war der andere, oder? MC-80B ist das, glaube ich, ne? Zumindest ja so. Sei jetzt einfach Home-1 Kreuzer. Und Calamari-Klasse, seht ihr, ist hier abgestürzt. Und die kriegen es nicht geschissen, den letzten zu töten. Da habe ich noch gekriegt. Gut, gut. Da bin ich mal kurz geklettert. So, jetzt bin ich wieder da. Wir haben jetzt über eine Stunde schon. Und es fehlen noch 4 Planeten, nee, 5. Okay, also können wir jetzt mal den Kanzler nehmen. So. Der Feind hat... Ja, hört jetzt. Our forces are under escort of a leader. Irgendwas hat jemand gerade gehört. Und so, hier sind der Kanzler Palpatine. Und die Gegner haben verbesserte Garnison. Eigentlich benutze ich bei Palpatine immer nur die Blitze. Weil damit kann man sehr schnell Einheiten auseinander töten. Also ganz schnell töten, meine ich. Lichtschwert wäre viel besser, aber der kann ja sehr, ich meine sein Lichtschwert werfen. Natürlich hat er hier Lichtschwert, ihr seht's. Wo war das denn nochmal? Irgendein Spieler hat Palpatine dann gelacht. Ich weiß nicht, war es auch hier? Ja, mit Palpatine geht das natürlich alles sehr viel einfacher. Wir haben jetzt schon fast alle Punkte gesichert.
Mal fleißig mit den Blitzen werfen, das reicht meistens aus. Können natürlich auch in unsere Fähigkeiten wechseln. Oh, da hat Palpatine gerade sich total totgelacht. Einmal kurz ein bisschen Ausdauer aufladen. Dann einmal hier durchschnetzeln mit Blitzen. Bist du sicher, dass ich mit dem Imperator anlegen will? Ich werde mal direkt versuchen, jetzt hier die den Punkt einzunehmen. Boah, kommen da viele. Okay, das sind zu viele. Palpatine lacht sich halb tot. Gut, dann nehmen wir noch den Klontruppen. Hier gerade die dickste Post ab. Die dickste Party. Die Rebellen wollen wieder eine Runde fliegen. Haben wohl schon ihren Urlaub beantragt. Lustig, lustig, lustig. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Einmal kurz mal hier die ganzen Leute in Deckung, die gerade in Deckung sind, ausschalten. Das ist ziemlich nette Gefechte, meine ich. Das war eine der Karten, die mir gefallen. Ich weiß gar nicht, meine Lieblingskarte ist, glaube ich, Amos Icy, genau. Scheiße. Ich bin an der Treppe erst hängen geblieben. Da hinten fliegen wieder ein paar. Vielen Dank, dass sie mit Imperium Eyeline geflogen sind. Wir hoffen, sie begehren uns das nächste Mal wieder. Ach nee, das war bei Mustafa, ich wollte gerade sagen. Das ist eigentlich nicht Anakin auf hier der Jedi. Also der böse Anakin schon, ne? Also noch nicht. Also Darth Vader eigentlich. Also der Darth Vader ohne Anzug. Weil sobald ja Anakin zu der dunklen Seite angetreten ist, also als zu Palpatine Schüler wurde, wurde er zurück zu Darth Vader. Er hatte ja nicht vorher schon seinen Anzug. So, Palpatine darf nochmal hier die Reste aufräumen. Irgendwie muss ich sagen, das Spiel hört sich auch auf Englisch irgendwie besser an. Wer möchte heute gebratene Rebellen zum Frühstück? Oder zum Abendbrot? Ja, passt eher. Gut, gut. Chief Credits for defending Coruscant. So. Please select a fleet to command. Bonus, ne? Ja, komm. Ich kaufe ein bisschen was ein. Wir können mal jetzt schon mal... dunkle Truppen, die finde ich irgendwie ein bisschen besser. Die haben auch ein Jetpack. Ne, will ich gar nicht. Was soll ich mit scheiß Adrenalin-Bonus? Ah, komm, den Rest sparen wir uns gerade. Guck mal, er startet immer von Dagobah, ne? Er will Mustafa eingreifen. Auch was ich ziemlich behindert finde. Der Tag ist zwar vergangen, aber du kriegst, oder halt ihr Zug, aber du kriegst trotzdem keine Knete, nur nach Gefechten, also nach dem Kampf. Jetzt hätte ich schon wieder fast draufgelegt und das Spiel wäre abgestürzt. Ja, ich kann es mir auch irgendwie nicht merken, ne? Wir nehmen Imperial Soldier, weil ich die Granaten jetzt ziemlich nützlich finde. Jetzt hätte ich Techniker genommen im Nahkampf hier. So, Nate rein und Schnauze. Da ist einer wieder nach Australien geflogen. Wow, wow, wow. Toll. Ach komm, geh doch mal auf, du Tür. Das dauert zu lange. Kannst du mir noch nicht zu lange? Nee, ne? Ja, wir würden keine Munition geben.
glaube, ich greife mal von hier aus einmal richtig durch. Bloß nicht stehen bleiben, wenn die Nades werfen, das ist eh tot. Einmal hier auf dem Tisch rumtanzen und dann geht's weiter. Jetzt in den nächsten Raum und da ist so ein scheiß Autogeschütz. Töten immer alle hier schnell, damit meine Nade rein, das war meistens immer... Okay. Du hast mich nicht getroffen. Was macht ihr denn alle hier? Habt ihr keinen Bock mehr anzugreifen? Was seid ihr denn für welche? Na gut, wenn die hier nur rumstehen. Ah, das könnte ich echt, hier könnte ich echt gut Bagdad-Tanke brauchen. Schnell spawnen, dass wir den Kommandoposten behalten. Wir sind draußen. Wir sind wieder Scharfschützen wahrscheinlich. Die campen hier wieder in den Ecken. Oh, die hat aber gut getroffen. Alter, wie viel campen denn da? Alter, die ganze Straße hier verseucht mit stinkenden Scharfschützenfrauen. Jetzt gehe ich ja mal die Straße entlang oder diesen Weg. Töte mal kurz alle, die mir in den Weg sitzen. Und ich habe keinen Mund mehr. Was ist das denn für eine komische Rolle? Mädchen umdrehen, ich bin hinter dir. Du weißt doch, ich komme bei Frauen immer von hinten. Das klingt voll eklig bei dir. Alter, die sitzen aber überall, diese komischen Tussen, ne? So, halt die Schnauze, Autoverteidigung und geht drauf. Ach, da wollen wir ein paar noch ein paar eine Runde fliegen. Noch hüpfen und dann fliegen. Was hüpft ihr denn hier alle so rum? Wir sind doch hier nicht bei Super Mario Bros. Wo war die denn? Ich habe da doch vorhin sauber gemacht. Gut, dann komme ich nochmal dahin. Ich bin jetzt Putzmann. Imperialer Putzmann. Ach, ich bin komplett falsch. Ich dachte, ich bin da gespawnt, wo hier dieser Punkt ist. Bitte Kuh, ey. Was bildest du dir eigentlich ein? Ach ja, komm mal, nettes Geschenk. Keine Ahnung, warum die mal stehen bleiben. Ja, die Schnauze mit deinem scheiß Sniper. Tschüss. Die Frauen quietschen immer so ein bisschen, wenn man die anschießt. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Victory is within our grasp. We've lost the command post. Fight for it. Oh, schade, keiner wollte fliegen. Kommt her, Freunde, es ist gerade erst ein Angebot für euch. Einmal kurz die komplette Linie von hinten aufräumen, ne? Mustafa finde ich auch irgendwie geil. Na, ihr ganzen Camper, wollt ihr nicht mal vorrücken? Außer mich hier zu nerven. Hat doch getroffen. Gut, es gibt eh nur noch 4 Stück, das heißt, es kann keinen Namen mehr nachspawnen. Feuer, Feuer. Das ist nämlich an Cosmo und Wanda damals, diese eine Folge mit den Steinzeitmenschen. Feuer, Feuer, Feuer. Stein, 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 Stein. Guck mal, hier sind Staatsfeind. Könnten uns eigentlich auch noch eine zweite Flotte bauen hier über Mustafa, aber jetzt sind wir eh gerade hier bei Naboo. Wir müssen hier nach Naboo. Irgendwann. Wir müssen ja alle Planeten einnehmen. Wir werden den Hauptplanet der Rebellen erst zum Schluss einnehmen. Und ja, dann geht's jetzt direkt nach Naboo. Soll ich mal kurz gucken? Kann ich das nicht von hier?
Oh, geht nicht. Na gut, egal, nicht schlimm. Genau. Wir sind jetzt auf Naboo, also in der Stadt von Naboo. Ich habe den Namen vergessen. Ich kenne auch Naboo eigentlich nur von den ersten Star Wars Filmen und jetzt halt von Empire Dawn und so weiter. Aber sonst hat mich Naboo nicht so wirklich interessiert. Komisch, dass hier keine Sau ist. Dann nehme ich gerne den Kommandoposten hier ein, habe ich nichts dagegen. Hier auf der Karte gibt es einen kleinen Bug. Das zeige ich euch gleich mal. Ja, eigentlich gar nicht so schlecht, auch mal ein Stadtlevel. Es gibt ja viel Abwechslung hier, Indoor-Mission, Indoor-Gefechte, Stadt auf offenen Feldern und so weiter. Und zwar hier vorne gleich. Ne, noch einen weiter. Die Schnauze schreibe ich nicht so an. Das ist mitten in der Nacht, hast du nicht mal was von 22 Uhr Ruhe gehört? Achso, das ist auch noch der letzte Spawnpunkt, ne? Okay, wir haben einen Sniper-Verbündeten. Wir wollen ja auch sterben, ich meine... Ja, wenn nicht, das Imperium ist doch eh stark. Scheiße. Bin ich auch eine Runde geflogen mit meinen Kameraden. Also mit den Rebellen. Komm, wir nehmen mal Dark Troopers. Hier, die haben so ein Jump-Pad, das ist ja kein wirkliches Jetpack. Und so ein Elektrogewehr, das muss man allerdings am besten mal aufladen, um wirklich viel Schaden damit anzurichten. Jetzt ist nur noch dieser Kommandoposten hier der letzte. Vielleicht schaffe ich es ja, irgendwie den einzunehmen. Also Klonturm finde ich jetzt nicht so toll. Also man muss den natürlich nicht aufladen, man kann auch so schießen, aber der macht nicht so viel Schaden dann. Hier halt die Schnauze und frisst die Granate. Obwohl, das reicht schon, ein Schuss auch so davon. Wusste ich gar nicht. Na, dann geht's ja. Wir sind allerdings, finde ich auch lustig, muss man die, die Rüstung sieht eigentlich voll stark aus. Aber die, die sind, glaube ich, die schwächsten Einheiten. Obwohl, nee, Scharfschützen haben am wenigsten Rüstung. Alter, kannst du mal eigentlich nachladen. Alter, wie viele, weißt du, was hier Granaten spammen. Wie viele hier sind, ne? Ich meine, das ist der letzte Spawnpunkt. Aber trotzdem ist das schon ein bisschen viel. Also, der braucht ja 5 Jahre mal zum Nachladen. Und zwar, wenn ihr vorne guckt, da sind immer Gegner oder Verbündete. Die fängen sich da immer irgendwie fest. Da kann ich aber gleich mal eine schöne Nate reinschmerzen. Okay, die haben nur noch den vierten Kommandoposten. Einen habe ich schon mal weggekriegt. Noch einen. Dann räumen wir mal diese Stellung so auf. Scheißegal. Ich mag eh die dunkle Truppe nicht so sehr. Und ich sehe gerade, wir haben alle Kommandoposten. Das ist ein okay, die haben hier noch 2 Verstärkungen. Okay, wir haben gewonnen. Durch Zeitablauf. Ja, das ging ja relativ schnell. Die letzten Schlachten gehen immer relativ schnell. Graciously accepted credits for conquering Naboo. Gut, dann warten wir nicht gerne. Ach, es gibt eine Raumschlacht, ne? Toll. So. Ich glaube, wir gehen mal direkt ins Landungsboot rein. Wir landen mal im feindlichen Hangar. Auf dem Weg können wir noch ein bisschen was abfangen. Komm, gib mir den Jäger da oben. Also der hat nur Raketen oder so 2 Dinger, die gerade so ein bisschen ab und zu mal schießen. Warte, dich fange ich aber schon vorher ab. Nee, das ist meiner hier. Abgefangen. Es bringt wenigstens schon mal ordentlich Punkte.
Auch abgeschossen. Auch mal direkt aus dem abschießen. Auch mal direkt abschießen. Scheiße. Man kann leider nicht so einen Schwebeflug machen. Ah, die wollen schon direkt das Landungsmuster schön. Ich sehe gerade, die haben auch Rebellen-Marines jetzt. Ach, ich darf mich nicht so lange hier aufhalten. Ach komm, Mann. Weil der mal irgendwo hängen bleibt. Aber wir haben ja hier noch unseren unser Landcraft. Da können wir direkt hier spawnen. Wenn die da alle noch gegenschießen, kann ich schon mal hier noch was zerstören. Die fliegen natürlich auch alle sehr schön weg durch die Explosion. Ja, eine fehlt mir noch. Ich brauche noch eine Bombe. Scheiße, reicht nicht. Aber es ist immer noch da. Ja. Ich meine, wenn die mir das schon so schön anbieten, dann nutze ich das auch mal direkt aus. Mach mal noch die Lebenserhaltungssysteme gleich kaputt. Zack. Ausdauer, ich brauche keine Ausdauer. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch Dual-Dings gibt, ob ich dann verbesserte Pistole habe. Besonders ich treffe den einfach nicht. Mann. Ganze Zeit schießt, fliegen meine Dinger irgendwo hin. Aber cool, wir wollen es immer noch nicht zerstören. Aber da, ja, dann nicht, ne? Würde ich mal sagen. Und zerstören wir jetzt mal die Engines, also die Antriebe. Und kommt hier einer rein? Nö, kein Bock. Na gut. War das ein Auto geschützt, aber das interessiert mich nicht so wirklich. Meine Fresse, stirbt doch mal, ey. Oh man, diese unhöflichen Menschen. Oh toll, ich werde jetzt angerufen. Nein! Mann, immer diese Menschen, die was von mir wollen. Die sind immer noch damit beschäftigt. Ich werfe mal hier ein paar Laser, ein paar von den Zeitbomben hin. Wäre ich mal direkt in den X-Wing gestiegen. Ah, scheiße. Na gut. Fick dich doch, ganz ehrlich. Danke. Mann, jetzt stirb doch mal, ey. Wie viel Lasergeschosse willst du noch aushalten? Das reicht eigentlich eine Kugel. Mann. Warte, ist der X-Wing da noch frei? Fick dich doch. Oh, hab ich den. Arschloch, ich töte dich mal direkt aus. Pisser. Und ich zerstöre jetzt auch meinen Freund. Wo ich schon die ganze Zeit... Oh, ein Treffer, ey. Aber wenn ich damit immer meistens auf die Jäger schieße, dann gehen die nicht kaputt. Ich will den X-Wing. Ja, ich hab den X-Wing. Geil. Der X-Wing ist cool. Aber diesmal haben wir auch mal ein bisschen was draußen an Bombern. Die haben noch ihre... Oh, wir haben gewonnen. Ihre Fregatte. Schade, das konnte ich gar nicht so viel mit den X-Wing fliegen. So. Please
fehlt dann auch nicht mehr viel, ne? Komm, ja, wir haben uns noch die letzte Bodeneinheit. Und dann direkt nach Dagobah. Dann fehlen noch zwei oder drei Planeten. Ich glaube nur zwei, ne? So. Ich hoffe, wir sind hier ein bisschen schneller, weil ich langsam ein bisschen Zeitdruck habe. Weil ich nicht mal weiß, wie viel Speicherplatz ich habe. Weil wenn ich jetzt noch einen oder zwei Planeten habe, dann will ich die Menschen schon direkt hier am Stück schaffen. Es ist halt besser. Da habt ihr in einem Video eine komplette Galaxieeroberung. Das muss ich euch auch mal geben, ne? Irgendwie, ich wasche auch so ein bisschen, ne? Ich weiß. Was leckt mich doch? Wie viele Schweine diese komischen Wellen sind. Ah, da fliegen sie alle wieder. Heute mit Wasserflugzeug. Nate! Guck mal, hier ist übrigens der... Soll das der X-Wing von Luke sein? Scheiße. Kommt mit dem Punkt wenigstens noch rein. Nein, bin gerade am Aufnehmen, Mann. Seht das doch mal ein, ey. Wenn ich nicht rangehe, dann gehe ich halt nicht ran. Mann, dass die Leute mal so hartnäckig sind. Meine Fresse. Ist hier, wenn man bei anderen Leuten anruft, so oft, ne, dann beschweren sie sich immer. Warum rufst du mich so oft an? Ich war beschäftigt. Aber wenn man selber beschäftigt ist, dann rufen dann die Leute 50.000 Mal an. Alter, das ist doch mal jetzt gut. Wo sind denn meine ganzen Kollegen? Außerdem, wie viele hier sind. Es sind alle KI-Gegner gegen mich, oder was? Junge, jetzt reicht's mir langsam mal. Ich bin am Aufnehmen. Wenn ich wegdrücke, drücke ich weg, Mann. Meine Fresse. Voll die schlechte Laune, weil mich das schon wieder nervt. Ach, besonders mein Leben sieht nicht so gut aus. Wenigstens haben wir zwei von den Gegner schön an Verstärkungspumpen. Gut, ich presse nochmal kurz hier auf. Genau, wusste ich es nämlich. Das ist schön unser Kommandoposten. Vorne ist übrigens der andere Kommandoposten drin, deshalb sag ich auch ein paar Nades rein. Da kommen immer relativ viele draus, deshalb. Einen habe ich noch, da schauen wir direkt da rein. Übrigens hört ihr Vaders Garten, das ist von, ich weiß nicht, ob das ein Easter Egg sein soll, auf jeden Fall aus der, wo halt Luke seinen Ängsten, gegen seine Ängste kämpfen muss. Bei der Ausbildung zum Jedi-Ritter, weil dann hier dann Angst hatte, Vader zu begegnen. Wir haben drei verloren. Aber Anakin auch noch seinen X-Wing wieder aus dem Sitz. Der ist ja erst abgesoffen und dann hat ihn Anakin ja wieder rausgeholt. Mit der Macht. Komm auf die dunkle Seite, wir haben Keys. Ich finde den Spruch eigentlich nicht so lustig, viele feiern den ja. Aber naja. Dagobah ist jetzt gleich auch unser und ich bekomme massiv Schaden, ey. Das gefällt mir mal gar nicht. Kaum den jetzt aber noch treffen können, mein Freund. Geh mal kurz Deckung, wenn ich mich hier heile. Ah, kann ich nicht durchschießen. Oh, danke sehr. Ach so, das ist ein Offizier. Ich bin ja gewohnt, alle beweglichen Einheiten, die nicht so weiß sind, sind Feinde. Aber wir haben jetzt schon imperiale Offiziere und sowas. Es sind wahrscheinlich wieder Scharfschützen irgendwo sitzen. Warte mal, komm her. Ja, was denkst du denn hier? Aufpassen, ne? Ich komme auch gerne von hinten. Ich bin Vader.
War ziemlich lustig, dass wenn man dann im Klonkriegszeitalter spielt, dass man trotzdem Vader auf Vader hört. Könnte man nicht hier auch raus? Ich wette, das ist irgendwo ein Scharfschütze noch. Irgendwo am Arsch der Welt, in Bielefeld. Da. Ich wollte gerade sagen, letztes Mal saßen da welche, dann sitzen wieder welche. Zumindest eine. Die letzte. Has received credits for conquering Dagobah. Scheiße, noch drei Planeten. Tapau, Polismassa und Hood. Please select a fleet to command. Ne, ich mach select das anders. Garrison bonus. Garrison bonus. Ach, der wird mich jetzt dann aber dann da an. Ach, scheiße. The Empire has engaged the enemy fleet. Ich mache das, glaube ich, diesmal auch ein bisschen schneller mit Bombern, nämlich diesmal zerstöre ich einfach das Schiff mit Bomben. Weil wir müssen zweimal wahrscheinlich machen. Der wird natürlich dann wieder auf Utapau spawnen und mich dann angreifen, weil es ja sein nächster Zug ist. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Ausdauerboost auch für den Weltraum zählt. Ist ja gar nicht so schlecht, wenn man jetzt für die Fahrzeuge hier. Ach, wenn ich mir den Empire Tour erreiche, meistens 5 Hotel und Torpedos, um diese Dinger hier zu zerstören. Und hier da, keine Ahnung, wie viele. Da spawnen wieder welche von oben. So, eine ist zerstört. Erwartet übrigens viel Punkte. Oh, irgendwie, ich weiß nicht, so motiviert bin ich am Anfang bin ich jetzt nicht mehr. Ich meine, ich nehme jetzt bald 2 Stunden wahrscheinlich auf. Ja, ich glaube, da ist irgendwann, kann man nicht mehr so viel zu erzählen. Aber ich mache es für euch als eine Online-Special. Eigentlich wollte ich ja Multiplayer nehmen. Schade, dass sich keiner gemeldet hat. Ach, naja. Kann ich noch mal abwerfen? Ja, da reicht es halt nicht mehr. Gut, einmal muss ich noch anfliegen. Ah, die Schilde dauern zu lange, ich mach das anders mit den Schilden. Ah, warte mal, wenn der sich hier, das bringt ja auch wieder schön viel Punkte. Der hält aber viel aus, ne? Ich meine, jeder Schuss ist ungefähr ein Anti-Jäger und der hält dann keine Ahnung, wie viel das ist, waren 5, 15 oder so, egal. Wir machen jetzt erstmal den Schild kaputt. Und zwar von innen. Boah, da fliegt ja schon wieder direkt eine Granate hin. Ja. Lass mich in Ruhe. Ich will nur eure Schilde kaputt machen. Och, was? Das hat nicht mal gereicht. Ja genau, unsere Schilde sind natürlich dann direkt ausgefallen. Warte, wenn ich gerade hier bin. Ich hoffe, das reicht noch. Und ich habe die verbesserte Pistole, das ist geil.
Das ist gut. Dann bleibe ich gleich hier drin und töte noch die restlichen Feinde hier drin. Einfach die spawnenden Feinde. Mach mal kurz noch hier die Autogeschütze kaputt. Ich bin fast tot. Schnell in Deckung. Ach man. Ja, meine neue Pistole ist natürlich auch sofort weg. Lebenserhaltungssysteme sind fast kaputt. Da kann ich die auch mal angreifen. Ach komm. Ja. Gut, dann greife ich die Brücke jetzt an. Sobald die Brücke kaputt sind, sollte es mit den Punkten, glaube ich, reichen. Komisch, diese Brücke sieht aus wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Pickel oder sowas vom Schiff. Ah, komm. So. Ach, komm, 2 Punkte, ey. Du hast gesehen, er konnte gerade zweimal 180 Grad Drehung machen. Oh komm, mach's doch jetzt nicht so schwer, mach doch mal irgendeiner einen Kill. Sagen, ey. Ich glaube, ich nehme das gerade gar nicht auf, weil der Gegner wird sofort wieder angreifen, deshalb sehen wir uns dann gleich direkt der nachfolgenden Raumschlacht. Wups, ne, er hat keinen Bock, er will woanders hin. Gut, dann... Aber wir haben noch alle Bonus. Greifen wir direkt Utapau an. Ich denke schon, das wird echt... Wow, das war knapp, Leute. Ich hab's schon wieder ganz vergessen. Enemy forces have received increased supply caches. Our garrison has been reinforced with additional troops. Gut, nehmen wir das jetzt den Kommando ein bisschen an. Der Polismassa wird verdammt schnell gehen, der Planet. Ach nee, wir sind ja auf der anderen... Ah, wir sind auf der schlechten Seite bei Polismassa. Na gut, dann wird das Polismassa nicht ganz so einfach. Ich werde den Held da wieder nehmen. Hier wäre wahrscheinlich, ja komm, direkt gespawnt für euch, ne? Lass den Bagdad-Tank fallen. Natürlich nicht. Komm, ich mach noch Schaden an dem Teil. Dann habe ich noch die Granaten alle ausgenutzt und den Kommandopunkt noch neutralisiert. Gut, direkt bei 4 spawnen und 2 einnehmen. Hier, genau. Einfach weiter. Schnauze, ey, du Dreckspanzer. So, weg mit dem. Alter, woher kommen denn die ganzen Rebellen auf einmal? Ich meine, den Kommandoposten ist... neutralisiert, die können eigentlich von da aus keiner mehr spawnen. Ja, ich werde jetzt unbedingt schnell gewinnen, keine Ahnung. Ich mache jetzt einen auf Blitzkriegsstrategie oder was. Das läuft aber ganz gut. Oh, was? Die haben mehr. Oh, egal. Weil wir den hier eben haben, kriegen die Verstärkungspunkte abgezogen. Ich helfe gleich mal da bei 5. Ah, jetzt ist es wieder ausgeglichen. Ach man. Ich meine, wir haben ja noch Garnison. Es ist genug da. Geh an die Front, dann kriegst du auch genug Kills.
Treppe hier rauf. Jetzt hat er den Nate dahin geworfen, der Frechdachs. Scharfschützen hau ich auch mal gleich weg. Wie sieht's hier aus? Habt ihr alle getötet? Links gut. Panzer da hinten. Ach, von uns sogar. Okay. Ich helfe dir mal, da sind verdammt viele Infanteristen bei denen. Stirb. Geht da nicht in den Panzer rein, ne? Ich warne euch. Ah, die haben auch Schmuggler jetzt, also Schmuggler sind von denen, die... was? Der ist doch... Ach, steht dahinter. Schmuggler sind von denen die Techniker. Und ich glaube, das ist auch gleich schon vorbei. Gut, gut, gut. Speicherplatz habe ich noch. Finde ich auch gut. Schön Granaten spammen. Da auch noch eine hin. Ja, mein Kommentar ist natürlich jetzt... Wow. Danke, ey. Kann ich hier wenigstens mal kurz noch ein bisschen aufräumen? Zerstöre ich mal den Panzer, bevor da echt noch einer reingeht. Also in Minen. Und ich steig mal kurz aus. Obwohl, bevor da gleich einer reingeht, mache ich den Panzer gleich nochmal kaputt. Ach komm, ich bin doch hinter dem Panzer gewesen. Guck mal, er spawnt direkt neu. Das finde ich aber langsam ein bisschen frech, ey. So schneller Respawn-Zeit. Gerade zerstört und spawnt schon wieder neu. Oh, die Rakete hat mich gestriffen. Schon sagen, ey, seid ihr doch so viele, tötet den doch. Stirb, du Schmuggler. Wie viele Minen wollte denn noch eigentlich da hinten hinsetzen? Ist ja fast wie ein Minenfeld hier langsam. Stirb. Natürlich. Den letzten Schuss treffe ich wieder nicht. Mein Hals ist schon wieder trocken, muss gleich was trinken. Ein Gegner noch. Gut, wunderbar. Ja komm, weißt du was, wir machen das, obwohl das zeige ich gleich. Our garrison has been reinforced with additional troops. Gut, was ich sagen wollte, ich werde mal nach der Pause kurz Päuschen machen, gucken wie viel Speicherplatz ich noch habe und so weiter. Und dann schaue ich mal, ob ich noch direkt weiter brauche. So langsam wird es nämlich schon, drückt einen schon so ein bisschen der Kopf. Weiß ich auch nicht so groß mehr, was ich jetzt kommentieren soll. Ich meine, wir ballern hier rum. Bei Empire Tour kann ich mal irgendwie viel kommentieren. Verstehe ich irgendwie nicht. Aber na gut, machen wir jetzt hier nochmal Dagobah. Vielleicht läuft es ja besser als letztes Mal. Dann geht Dagobah relativ fix. Das wird langsam knapp mit Uni. Ich werfe ein paar Nades einfach ins Wasser. Schmuggler, ne? Also er läuft an allen vorbei, nur um auf mich zu schießen. Ach komm, also da sind so viele bei 6. Na doch, wir müssen es jetzt. Aber die Schnauze da. So, wenigstens geht die Reinforcements von denen weg. Das sieht man auch gerne. Alter Headshot. Wollte er mich anrollen und ist dabei gestorben.
hier Granaten rein und Schnauze da unten. Ich muss mich jetzt echt teilweise konzentrieren und möglichst aufpassen, dass ich hier vielleicht den Kommandoposten noch kriege. Jetzt kann hier keiner mehr spawnen, aber ich bin gleich tot. Spawnt doch mal einer bitte im Bagdad-Tank, danke. Ah, haben wir es geschafft. Von wo kommen die eigentlich? Achso, da ist so ein Glück, habe ich gar nicht gesehen das letzte Mal. Ja, genau, ich bin eine Sekunde hier und sofort ist der Kommandopost neutralisiert. Ist klar. Eine Sekunde habe ich mich kurz umgedreht, sofort neutralisiert. Das ist ein Blödsinn. Oh, es hat er mich getötet. Guck mal schon wieder, wie schnell der neutralisiert wird. Es steht da eine Sekunde oder so und sofort ist neutralisiert. Schon ein bisschen unfair langsam. Ach man, ich wollte eigentlich das Minipack haben. Drei Gegner noch. Wahrscheinlich sitzt da hinten wieder jemand auf seiner Sniper-Position. War schon unfair, ne? Eine Sekunde sofort neutralisiert. Jupp, lag ich wieder richtig. Ja, leider nur eine. Hier haben wir übrigens Yodas Haus. Und hier ist auch die letzte Scharfschütze, die ich glaube ich gerade getötet habe. Gut, dann gucke ich jetzt mal noch, wie viel Speicherplatz ich habe und wir sehen uns dann, obwohl... Ja doch, wir sehen uns dann, wenn ich fertig bin mit gucken. Jo, da bin ich jetzt wieder. Ist jetzt mittlerweile schon etwas spät geworden. Videos sind konvertiert, alles fertig. Jetzt habe ich mehr als genug Speicherplatz wieder. Und ja, wir frischen jetzt... Nein, wir frischen jetzt erstmal unsere Bonus wieder auf. Und wir kaufen jetzt mein Leader-Bonus für Holy's Massa. So, das wird es mit dem Klopf, nee, ne? Imperial Marines enlisted. Ja, und die Imperial Marines haben wir uns jetzt auch erstmal gekauft. Ich glaube, es hat niemand geklopft, ne? Nee, das war über mir die Nachbarn. Gut, dann bewegen wir uns jetzt Richtung Polis Massa. Natürlich wird er mich jetzt angreifen, wird auch einen Raumschlag geben. Na gut. Wir sehen uns dann gleich in unserem Hangar. So, ich glaube, wir nehmen jetzt mal die Imperial Marines und landen direkt im feindlichen Hangar. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade Metzumix getrunken. Ah, endlich wieder spielen. Ich war vorhin ein bisschen draußen noch, weil ich hatte eh keine Lust mehr, irgendwas aufzunehmen für den Moment, weil ich hätte eh nicht aufnehmen können, weil ich am Konvertieren war. Mein PC ist jetzt nicht so extrem gut. Und wir landen jetzt erstmal hier mit in den Hangar. Aber nee, erst schießen wir noch das Allianzschiff hier ab. Das LAT-Schiff mit Raketen. Boah, schön mir. Schon, dass ich so aufstoßen muss, Alter. Alter, habt ihr gesehen, was das für ein Schubboost? Guck mal, da habt ihr gesehen, das spawnt einer außerhalb der Karte. Genau wie mein TIE Fighter. Ich muss vorsichtig sein, ich repariere ja mein Ding, das Ding wird ja nicht repariert. Scheiße. Gut, da muss ich jetzt da rein, bevor ich euch zerstört bin. Ich vergesse das. Das ist schon für mich so selbstverständlich, dass er sich selbst repariert. Gut, 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 vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ja, ist gut, raste aus, ey.
So. So, wir haben jetzt auch richtiges Blastergewehr. Nicht mehr diese lausige Pistole. So, wir sneaken uns jetzt erstmal hier lassen. Haben wir es nicht noch. Vielleicht tötet er mich noch. Aber lass mich doch mal in Ruhe, ey, ganz ehrlich. Ich bin hier auf geheimer Mission. Egal, komm, guck mal, wir haben auch nämlich einen Raketenwerfer auch noch. Damit können wir die Dinger wunderbar zerstören. Was? Das lebt noch? So, jetzt bin ich, ja, sterbe ich. Ah, egal. Obwohl, das ist ja noch heile. Normalerweise gehen dann Verbündete in das Schiff rein und fliegen das Schiff gegen die Wand. Eigentlich. Komischerweise, dass es jetzt immer funktioniert. Na gut. Sollte ich mich mal nicht beschweren. Ich denke mal, ich zerstöre jetzt meinen Schildgenerator. Kann ich mich gleich mit einem Bomber wunderbar alles zerstören von außen. Also irgendwie komme ich mit den Piloten irgendwie besser zurecht. Wo kommst du denn her? Ich schieße so oft daneben, das fällt mir echt gerade auf. So. Nee, ach wirklich. Boah, ist jetzt mal gut, ey. Lass mich doch mal in Ruhe. Toll, jetzt habe ich das Elite Rifle. Also wenn es so weitergeht, dann gewinne ich gleich durch Kills, die ich hier drin gemacht habe. Kills, die ich hier drin gemacht habe. Da sieht man wieder, dass außerhalb die spawnen, weil ich töte die ganze Zeit die Piloten hier drin. Und trotzdem zerstören die meine Schilde. Muss dann nicht endlich kommen, deren Schilde sind ausgefallen. Doch, wollte schon sagen, ey. So, ich mach mal kurz die ganzen Autoverteidigungsdinger kaputt. Und die Piloten noch hier töten. Die lassen ja auch Munition fallen, da muss ich gar nicht so lange da hinten warten. Ach nee, ich bin gar kein Stormtrooper, ich bin eine Marine-Einheit. So. Ist hier oben noch eine? Ah, da vorne. So, eine unsichtbare Wand. Wunderbar. Ja, drei Stück werden nicht reichen. Die Zeitbomben machen natürlich viel mehr Schaden. Obwohl, die lassen ja auch. Oh, danke, dass ihr Munition immer bringt. Ein bisschen Leben, das ist ja freundlich von euch. Das nennt man mal Gastfreundschaft. Ne, wie nennt man das? Wie sagt man das? Gastfreundlich. Okay, muss ich den Rest mit Granaten machen. Their engines have been destroyed. Ja. Passt schon. Ein paar Kills noch ungefähr. Wenn ich 40 Leute noch töten würde, dann hätten wir gewonnen. Oder wie viel bringt einen Kill? Oh, doch nur einen. Ja gut, dann muss ich echt noch 40 Leute oder so töten. Aber ich zerstöre die Life Supports, aber dafür brauche ich noch Munition. Our communications relay has been destroyed. Ja. Ach, ich muss mal schnell sein, nachher verliere ich doch noch. Oh, natürlich, der Munitionsrelay ist kaputt. Das ist knapp. Ach, ihre Brücke wurde zerstört. Wunderbar. Ja, dann denke ich mal, wird das reichen. Ja, wir haben gewonnen. Wunderbar. Einmal bin ich gestorben, glaube ich. Jupp. Wir sehen uns gleich wieder in der Galaxiekarte. So. Da eine Credits wieder. Wir brauchen eigentlich gar kein Geld mehr. Wir können uns noch eine Flotte bauen. Aber naja, wir sparen jetzt den Rest des Geldes. Wir machen jetzt mal Pulis Massa.
Eine ziemlich unfaire Karte. Ja, ich nehme Anführer und mal schauen, was die Rebellen nehmen. Das sehen wir dann gleich im Gefecht. So, die Rebellen am Garnisonsbonus werdet ihr jetzt hören. They have a reinforced garrison of troops on the battlefield. Yep. Our leader is on the battlefield. Die Garde ist ziemlich arschig, weil die... werdet ihr schon noch merken. Das ist natürlich schön, wenn die alle hier drin sitzen. Der Imperator dachte sich schon halb tot. So, einfach mal hier so durch. Sich durchschnetzeln. So, die können wir auch noch mal gerade alle töten. Okay, jetzt sind wieder viel zu viele wieder hier. Der Imperator lässt sich immer noch tot. Ja, da siehst du es. Rebellen, Rebellen abschauen. Aber gut, wenn immer mehr kommen, dann kann ich wenigstens mein Lichtschwert da unten wieder auffüllen. Der Imperator ist heute gut drauf. Er lacht sich halb tot. Mit Helden geht das relativ einfach hier. Die sind, ihr seht, ihr habt vorhin gesehen, die sind extrem schnell am Anfang gekommen. Und das kann einem zum Verhängnis werden mit dem Kommandoposten. Deshalb, es ist ziemlich einfach, diese Karte auf dieser Seite zu spielen, also wo die Rebellen starten. Na, willst du dich mit dem Imperator anlegen? We've lost the command post. Fight for it. Natürlich verlieren wir den direkt wieder. A command post has fallen to our... Ja, komm. Ja. Ja, es ist noch nicht zu Ende. Wir haben aber jede Menge Verluste den Gegnern zugefügt. Das ist gut. Ich denke, wir nehmen Stormtroopers allein wegen den Granaten. Auch wie ihr seht, wir spawnen ziemlich weit weg von dem Kommandoposten. Und das ist echt arschig. Sollte mal lieber gleich Ingenieur nehmen. Er wollte wieder eine Runde fliegen. So, wir müssen den Kommandoposten nur nicht einnehmen. Sobald die den Kommandoposten besitzen... Oh, danke, der Teammate hat den 5 reingelassen. Toll. Ja, toll, jetzt haben sie uns dann natürlich überrannt. Es ist auch kein Fahrzeug hier, ne? Ich könnte heulen. Ich hasse diese Mission auf dieser Seite. Ich hätte lieber mit dem Imperator einfach verteidigen sollen, anstatt weiter vorzurücken. Hat ja mal noch Garnison, ne? Auch du Scheiße. Our numbers are being depleted. Ich hätte schon wieder Techniker lieber nehmen sollen. Ja, toll. Du sagst, meine Teammates kommen einfach nicht. Haben einfach keinen Bock. Ach, der Parator. Ja, der wird uns jetzt in den Arsch retten. Scheiße, Mann. Ja, jetzt ist es nicht mehr so lustig, Imperator. So. Bloß möglichst viele mit diesem Elektro oder halt diesen Elektroblitz. Ich weiß nicht, wie dieser Machtfähigkeit heißt. Ich glaube, der heißt einfach nur Blitz.
Aber schön, dass da wieder so viele kommen. Da kann ich wieder mein Lichtschwert unten auffüllen. Die können aber auch nicht mal eine Sekunde da aufpassen, ne? Ja, wir haben trotzdem gewonnen. Meine Fresse. Ja, diese Karte ist echt arschig auf der Seite, wenn man unten startet. Gut. Aber ich weiß ja eh sich wahrscheinlich, wo sich die letzten aufhalten. Zwar hinten sind wahrscheinlich wieder Scharfschützen gegen diesen großen Hangar. Darum sehen wir auch schon ein. Können wir die anderen Fähigkeiten einsetzen. Ja, der Imperator kann sich auch rollen. Ihr seht hier. Können wir würgen. Toll. Egal. Die paar Scharfschützen werde ich jetzt mit meinen Sturmsoldaten wegholen. Ich glaube, sind das eh nur noch Scharfschützen da oben. Ist die letzte? Kann diese blöde Frau nicht töten. Hier vorne sind noch welche mit Panzerrad eingestiegen. Warte mal, nicht nochmal gerade schnell Shocktrooper. Dann können wir den Panzer besser bekämpfen. Hier raus sollte man nicht ohne unbedingt gehen, ohne Fahrzeug. Ha, wenigstens haben wir den Panzer noch schnell gekillt. Gut, gut, ist doch noch gut gelaufen. Dank dem Imperator. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder in der Übersichtskarte. So, und es fehlt nur noch ein einziger Planet. Und ich glaube, ich habe den schon gesagt, aber dann könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Aber ich glaube, davor gibt es noch eine Raumschlacht. Außer die gehen... Ah, wunderbar, die gehen nach oben. Das heißt, das wird die letzte Schlacht sein. Ach nee, ich glaube, die greifen... Ah, die greifen nochmal Mustafa an, ne? Ach komm, nehmen wir nochmal einen Jedi da. Jupp. Mustafa ist nochmal dran. Ja, ich werde dann einen Anführerbonus nehmen. Also sehen wir uns gleich auf Mustafa. So. Ah, nee, Anakin. Haben wir Jupp, hier hat ja Anakin auch die Anführer der Separatisten getötet. Also Gunning und den anderen habe ich jetzt vergessen. Auf jeden Fall, Jedi ist hier gar nicht... Jedi sei schon ein Sith. Ja gut, er ist ja da schon Sith. Also auf der dunklen Seite. Da macht es hier gar nicht so schlecht in diesen engen Räumen. So, wir schnetzen uns jetzt mal hier so durch. Und dann gehen wir in die Mitte. Aber das ist ziemlich einfach, die Karte als Jedi. Sobald wir nämlich den Kommandoposten hier haben, geht es nämlich relativ einfach. Da müssen wir nur diesen einen Gang da hinten beschützen. Und dann, ja, war es das eigentlich schon. Noch hier kurz die ganzen Reste töten, die hier einfach nur drauf rumstehen. So, und jetzt kommen hier mal jede Menge durch. Deshalb werfe ich immer mein Schwert dahin. Und dann macht man eigentlich gut Kills damit. Ja, ich bleib mal die ganze Zeit hier stehen. Da können wir noch ein paar wegholen. Zack, wunderbar. Eigentlich wird das gar nicht gehen mit dem Lichtschwert, aber... Naja, ist nur ein Game. Oh, da sterbe ich noch hier, als hier ist. Sag mal Jedi. Der mich mit seiner scheiß Schrotflinte so verletzt hat. Sobald jemand die Tür aufmacht, werfe ich mein Schwert durch. Ja, toll. Naja, egal. Können wir jetzt als... ich glaube mal bei Stormtroopers. Weil die Granaten ziemlich nützlich sind in diesen Gang. So, wer möchte einen Freiflug haben?
gar keinen. Ich habe keinen getroffen. Jetzt habe ich aus Versehen Granate geworfen. Tschüss, meine Freunde. Ach, hier sind auch welche in den Gängen. Das Imperium will heute mal ein bisschen rumfliegen. Das ist wieder so ein Möchtegern-Scharfschütze. Mal gucken, die Granate müsste gut sitzen. Jupp, ein paar sind geflogen. Er will mich mit seinem Werkzeug bedrohen. Das ist kein Battlefield 3, mein Freund. Können Sie übrigens auch ducken, ne? Aber leider kein Hinlegen. Hinlegen wäre ziemlich nützlich. So, werfe ich da mal eine Nate hin, jetzt gleich sterbe ich wahrscheinlich. Da fliegen wieder ein paar eine Runde. Ah, wir haben gewonnen. Da startet gerade seine Todesanimation. Und rechts liege ich. Traurig auf dem Boden, heulend, dass ich noch versagt habe. Mensch. So, das heißt, der letzte Planet steht jetzt an. Und wir machen das mit dem Anführer. Und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wer der Anführer da ist. Leader Bonus, please select a fleet to command. Commencing Hoth invasion. Select a bonus for this battle. Yep. Leader Bonus activated. Rebellion has used the garrison. Fast hätte ich schon wieder vergessen, ne? Das ist echt schlimm. Ja, nämlich Vader haben wir hier. Da hinten haben wir auch so schön AT-ATs. Ah, ich liebe die Dinger. Komm, dich nehme ich mal mit, du bist schnell. So, dann flitzt ich mal ganz schnell rüber mit Vader, wie das aussieht. Darth Vader auf seinem kleinen Lauftier da. Ups. So, nehmen wir jetzt den Kommandoposten hier als erstes ein. Und wenn alles gut klappt, wird das innerhalb von Minuten hier vorbeigehen. Guck mal, genießen wir mal ein bisschen die Schlacht. Da schießen schon die Türme auf die Klontruppen. Oh, will sich mit Vader echt anlegen. Da hätten wir den Energiegenerator, den man kennt aus dem Film. Kann man auch zerstören. Und ich gehe jetzt hier rum. Ich sneak mich mal hier lang mit Vader. Und wir nehmen mal den letzten Kommandoposten ein, in dem Hangar. Der Gleiter macht eine 180-Grad-Drehung einfach mal so. Ja, toll. Jetzt nehmen sie da hinten schon wieder einen Kommandoposten ein. Oder ne? Das ist ja gut. Ja, ne? Komm, Vader darf ein bisschen Spaß hier noch am Geschütz haben. Ich wusste früher gar nicht, dass man das aufladen kann. Ach toll, egal. Oh, jetzt habe ich das Tier getötet. Hahaha, ein Freund. Was? Wer hat mich da erwischt? Ja, und so schnell geht Hut. Das bringt ihnen aber nichts mehr. Ja. Das war's dann. Und wir sehen uns gleich im Hauptmenü, weil es kommt erst noch ein Filmabschnitt. Den zeige ich aber nicht, weil die Musik da geschützt ist und man kann da die Musik nicht ausstellen. Also sehen wir uns dann gleich wieder. So, da bin ich auch wieder. Ja, ich zeige das extra nicht wegen der Musik. Ich habe ja zwar Musik ausgestellt. Hier könnt ihr sehen. Ja, hier normal habe ich gespielt. Hier ist aus, aber da kommt trotzdem Musik. Ja gut, ne, dann haben wir jetzt diese komplette Galaxierung fertig gemacht innerhalb von über 2 Stunden. Und da bedanke ich mich nochmal gegen Ende für alle, die zugeschaut haben. Ich glaube, die wenigsten haben sich das komplett angeguckt.
Aber ja, ich bedanke mich nochmal für die 105 Abonnenten jetzt und ja, wir sehen uns dann, würde ich mal sagen, in den anderen Projekten oder in anderen Videos, worauf ihr Bock habt. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, die über 2 Stunden. Ja, das wird jetzt nochmal dauern, das nochmal zusammen zu kommentieren. Und ja, wünsche noch einen schönen Abend. Bei mir ist es jetzt Abend, das Video wird morgen am Sonntag rauskommen. Und ja, mach's gut.